Okay, hallo, mein Name ist Christian Navey, ich bin Zauberer und was ich euch heute erklären möchte, ist der Twinary Falls Cut von David Acer. Die erste Frage, die wir uns dann natürlich stellen und die ich jetzt auch beantworten möchte, ist, was ist eigentlich ein Cut in der Zauberei, in der Kartenzauberei? Ein Cut ist eigentlich abheben. Das hier wäre ein Cut. Und logischerweise, wenn ich oder der Zuschauer einen Cut bzw. abheben mit dem Kartenspiel macht, sind die Karten nicht mehr in der gleichen Reihenfolge. Beziehungsweise es ist nicht mehr die gleiche Karte oben. Beispiel, wir haben hier Pik Ass oben. Macht einen Cut. Und dann ist Karo 3. Nach jedem Cut weiß man nicht mehr, welche Karte oben ist. Hier wäre es dann jetzt die Pik 5. Okay. Ein False Cut ist aber, dass ich vortäusche, das Kartenspiel so abzuheben, dass die Reihenfolge sich ändert. In Wirklichkeit bleibt die Reihenfolge gleich. Als Beispiel. Wir haben hier eine Herz 10. Ich mache einen False Cut. Und was haben wir jetzt oben? Guck mir noch immer die Herz 10. Bei diesem Cut, wo ich jetzt vorgeführt habe, ist es so, dass das obere Drittel des Kartenspiels gleich bleibt, während die unteren Karten sich ändern. Ich führe es nochmal vor. Wir haben oben Herz 10, unten haben wir die Pik 7. Ich mache den Cut. Okay, mache den Cut nochmal. Kommt vor. Jetzt 10 oben und unten jetzt die Kreuz 3. Beim Twinary Cut allerdings wird die Reihenfolge des Kartenspiels nicht geändert. Das heißt, alle Karten bleiben an genau dem gleichen Platz. Als Beispiel. Jetzt 10. Kreuz 3. Der False Cut, der die Position ändert. Jetzt 10. Karo 8 und jetzt der Twinary Cut. Jetzt 10. Karo 8. Nochmal. Jetzt 10. Karo 8. Ich persönlich, ich finde den Twinary Cut sehr überzeugend. Ich mache den sehr, sehr, sehr oft im Close-Up. Und der kommt sehr überzeugend rüber und ich finde ihn auch nicht so schwer zu lernen. Das heißt, ich würde jetzt vorschlagen, ihr nehmt euch alle mal euer Lieblingskartenspiel und dann liked ihr dieses Video, ihr abonniert meinen Kanal. Warum abonniert ihr den Kanal? Ganz einfach, ich werde demnächst noch ein Zaubervideo online stellen, wo ich einen echt klasse und einfachen Kartenzaubertrick vorführen und erklären werde. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert den Kanal. Und ich denke, da bauen wir auch den Twinary Cut ein. Also, Kartenspiel raus, Kanal abonnieren, dann machen wir das Schritt für Schritt. Okay. So, dann gehen wir das jetzt mal einfach durch. Die Ausgangsposition beim Twinary Cut ist unten Daumen und Zeige, Mittelfinger, Ringfinger oben. Ihr haltet so das Kartenspiel. Kleine Finger ist jetzt nicht wichtig. Die Grundbewegung, die wir zweimal antreffen werden, ist, ihr hebt mit dem Zeigefinger der rechten Hand so ungefähr ein Drittel vom Kartenspiel ab. Okay. Ich komme mal so rüber, damit ihr das gut seht. So, ein Drittel abheben. Plack. Ja. Nochmal. Plack. Pluck.
Es ist also nicht so schwer, die Grundbewegung. Okay. So. Also, wir heben ein Drittel ab. Und das Drittel geben wir rüber in die linke Hand, zwischen Daumen und Zeigefinger. In die Ecke. Okay. So. Und dann heben wir mit der rechten Hand noch einmal ein Drittel ab. Okay. Ja. Beginnt von vorne. Drittel aufheben. Rüber. Drittel aufheben. Drittel auf. Ein bisschen mehr als ein Drittel. Drittel aufheben. Rüber. Drittel aufheben. Und mit der linken Hand macht ihr Zeigefinger unten, Ringfinger, Mittelfinger die Seite und ihr dreht das Teil um. So. Aufheben, rübergeben, aufheben, umlegen und dann gebt ihr das umgedrehte Päckchen zurück in die rechte Hand und haltet es fest mit Ringfinger und drückt es gegen den Daumen, dass wir diese Position haben. Ja? So. Und ihr gebt das obere Päckchen wieder erneut in die Ecke zwischen Daumen und Zeigefinger. Ja? Nehmt das Päckchen so. Das umgekehrte Päckchen dreht ihr jetzt um. Legt das Päckchen auf das Päckchen, das ihr in der linken Hand gehabt habt, habt aber noch einen Break. Das heißt, Zeigefinger oben, Mittelfinger auf dem ersten Päckchen, Ringfinger hält das andere Päckchen. Ja? Also, mal von vorne. Und jetzt nehmt euren Zeigefinger, mit dem Zeigefinger fahrt ihr hinten an die linke Ecke vom oberen Kartenspiel und damit dreht ihr das Kartenspiel so in die linke Hand und das andere nach oben. Nochmal von vorne. So und drehen. Alles klar? Nochmal. Ja? Ich lasse jetzt mal den Bube umgedreht oben, den Karo-Bube, damit ihr es besser verfolgen könnt. Man muss zum Schluss auch nicht die Karten so aufwäschen, man kann die auch einfach so draufknallen. So, das ist der Twinary Falls Card von David Acer. Ich kann euch auch nur empfehlen, das Material von David Acer anzugucken. Der hat echt gute Sachen. Und ja. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Mein Name ist Christian Abey und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.